Der Status ist relativ schwierig. Die Verkehrsentwicklung ist in den letzten Jahren stagnierend, mindestens stabil, aber eher leicht rückläufig. Grundsätzlich sind die infrastrukturellen Rahmenbedingungen auf dem Kanal eben nicht mehr anforderungsgemäß. Das heißt, eine moderne Binnenschifffahrtsflotte kann den Kanal nicht befahren. Es sind nur kleinere Schiffseinheiten auf dem Kanal im Moment möglich, die von der Gesamtflottenstärke her immer weiter abnehmen. Das heißt, die Bedingungen auf dem Kanal werden immer schwieriger. Der Kanal hat erhebliche Ausbaupotenziale. Wenn man also es schafft, den Kanal auf 110 Meter auszubauen, 115 Meter, 110 Meter Schiffe, dann sind hier erhebliche Mehrverkehre möglich. Zum einen durch die Verlagerung von Verkehren von Straße auf die Wasserstraße, zum zweiten aber auch dadurch, dass einfach zusätzliche Verkehre induziert werden. Zum einen aus dem Hafen Lübeck selbst, weil er einfach in großem Umfang profitieren kann von einer dynamischen Entwicklung im Ostseeraum, die ihre Logistik Ketten aufbauen muss und dabei dann auch wesentlich stärker auf die Wasserstraße schauen wird, aber eben auch durch Verkehre, die sich aus der Region ergeben, Getreideverkehre, Düngemittelverkehre, die auch in erheblichem Umfang dazu beitragen, die Infrastruktur, die Straßeninfrastruktur in der Region zu entlasten. Wir reden insgesamt über ein Transportpotenzial von mindestens 2 bis 3 Millionen Tonnen. Heute sind es ungefähr 700.000 Tonnen. Das heißt, wir reden über eine Vervierfachung der Volumina, die sich im Wesentlichen speisen aus Verkehren aus dem Lübecker Hafen, dynamische Entwicklung im Ostseeraum, aber eben auch aus lokalen Verkehren. Die Ausbauempfehlungen sind relativ eindeutig. Die Schleusen sind in den nächsten Jahren abgängig, ein Großteil der Schleusen. Das heißt, wenn diese Schleusen sowieso ersetzt werden müssen, also ein Ersatzneubau ansteht, dann unbedingt auf 110 Meter ausbauen. Weiterhin ist es dann in diesem Umfang aber auch erforderlich, die letzten Brücken anzupassen auf eine Durchfahrtshöhe von 5,25 Meter und auch das Kanalbett zu vertiefen auf 2,80 Meter oder für den Verkehr mit 2,80 Meter Abladetiefe, sodass man hier mit dem Großmotorgüterschiff wirtschaftliche Verkehre abbilden kann.